Hallo meine Lieben, willkommen zu meinen neuen Pickups und dieses Mal sind wieder so einige tolle Sachen dazu gekommen und zwar unter anderem eine Konsole, die ich schon länger im Auge hatte. Welche genau, werdet ihr gleich erfahren. Ihr habt es vielleicht schon auf dem Thumbnail erahnen können, was das so ungefähr ist. Ich habe es aber extra so ein bisschen verschleiert, aber bevor wir jetzt zu dem spannenden Teil kommen, etwas schamlose Eigenwerbung. Und zwar hat der ein oder andere wahrscheinlich mitbekommen von euch, dass ich ja ein kleines Büchlein mit Gameboy-Geheimtipps geschrieben habe. Da habt ihr so einige Spiele hier aufgeführt, die immer auf zwei Seiten jeweils beschrieben sind. Ist alles schön bebildert und so weiter. Kostet 12,99 Euro und ist exklusiv beim Retro Game Collector Heaven.de unten natürlich verlinkt zu bestellen. Also wenn ihr Bock habt, auch mal über den Gameboy etwas in Papierform zu lesen, würde ich euch dieses Buch natürlich wärmstens ans Herz legen. Ich weiß, ganz neutrale Meinung von mir. Aber jetzt genug der schamlosen Eigenwerbung. Kommen wir zu den ersten Pickups. Und zwar versuche ich das natürlich immer so ein bisschen thematisch so in verschiedene Teile zu tun. Und ich fange mal an mit einem Virtual Boy Pickup. Habe ich schon ewig lang nicht mehr gehabt. Und zwar ist das V-Force. Auch die japanische Version in der Originalverpackung. An den eingeblendeten Gameplay jetzt werdet ihr wahrscheinlich erstmal sehen, oh Gott, wie sieht das denn aus? Das Problem ist, dass dieses Spiel einen sehr, sehr guten 3D-Effekt hat. Also ihr steuert im Prinzip ein Raumschiff in der 3D-Perspektive und auf dem Virtual Boy sieht das wirklich Hammer aus. Das Problem ist nur, die Videoaufnahmen habe ich natürlich mit einem Emulator gemacht, weil ich da die Bilddaten nicht direkt abgreifen kann. Und diese Bilddaten sind natürlich auf dem Emulator etwas anders dargestellt. Und dadurch sieht das natürlich jetzt so wie Kraut und Rüben aus. Aber an sich ist es ein technisch sehr beeindruckendes Spiel für das System, was einfach wirklich richtig, richtig geil ist. Und deswegen brauchte ich das natürlich auch für meine Sammlung. Das war auch schon das Einzige, was für den Virtual Boy in meine Sammlung geraten ist. Ich habe ja schon so ein paar Spiele. Und sagen wir mal ehrlich, so groß ist die Spielebibliothek ja des Systems nicht. Deswegen wird es da auch nicht so viele geben. Aber mal so nach und nach so ein Virtual Boy mal einzustreuen, finde ich mal so ganz interessant, weil ich dieses System einfach so fantastisch kurios finde. Aber jetzt kommen wir natürlich zum guten alten Gameboy natürlich. Und dann möchte ich euch erstmal ganz kurz ein Homebrew-Spiel in der physischen Version zeigen. Und zwar The Machine. Habt ihr ja schon in der letzten Folge ein größeres Video dazu gesehen. Ich bin sehr, sehr angetan von dem Spiel. Im Prinzip spielt das Spiel in so einer Art sehr, sehr dystopischen Zukunftswelt, wo im Prinzip viele, viele Menschen in einer großen Maschine wohnen. Die ist so ein bisschen dreieckig hochlaufend. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, oben, wo wenig Platz ist, wohnen natürlich die ganzen reichen Schnösel und unten so das allgemeine Arbeiterpack. Und da gibt es natürlich auch soziale Unruhen und so weiter. Wie spielt sich das Spiel? Im Prinzip spielt ihr das Spiel mehrmals durch und ihr spielt immer so eine Story durch. Der Anfang ist immer ein Schultest, den ihr absolvieren müsst. Und je nachdem, wie ihr dort abschneidet, wird euer Beruf festgelegt. Und je nachdem, wie euer Beruf festgelegt ist, erfahrt ihr und erlebt ihr eine ganz eigene Story. Auch einen bestimmten Beruf, wie zum Beispiel, ich sag mal, Polizist. Ne? Also es gibt den Polizistenberuf und ihr könnt vielleicht jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt den Polizisten durchgespielt habe, macht das denn Sinn, den nochmal neu anzufangen? Eine klare Antwort ist ja. Weil zum Beispiel beim Polizisten werdet ihr natürlich so mit moralischen Sachen konfrontiert, wie, hey, seid ihr eher so ein Dirty Cop? Lasst ihr euch bestechen? Oder seid ihr wirklich ganz, ganz gesetzestreu und zieht das alles durch? Und je nachdem entwickelt sich natürlich die Geschichte und diese ganze Welt, die bekommt natürlich dafür auch viel mehr Tiefe. Deswegen finde ich das ein richtig, richtig geiles Spiel, was ihr halt ein paar mehrmals durchspielen müsst. Aber ich finde es einfach fantastisch, was mit diesem Gameboy da in dieser Hinsicht alles gemacht wird. Dann als nächstes Spiel, auch dazu habe ich schon ein Homebrew-Video gemacht, Black Castle. Das musste ich mir nicht selber kaufen, ich hätte es mir selber gekauft, aber der gute Entwickler, der ja auch bei uns in der Community unterwegs ist, an dieser Stelle viele Grüße an dich, falls du das Video sehen solltest, der hat mir das kostenlos zugeschickt und ja, da habe ich natürlich als kleines Dank auch ein Video gemacht. Wie gesagt, ich hätte dieses Video so oder so gemacht. Das Spiel ist ein sehr, sehr schöner Plattformer, wie der Name schon sagt. Ihr spielt das natürlich in so einem Schloss ab und ihr spielt einen kleinen Ritter mit Wurfwaffen. Also im Prinzip, so vom Gameplay her würde ich sagen, so ein bisschen Fortress of Fear meets Ghouls and Ghosts.
Close, so ganz, ganz grob, aber natürlich nicht so ganz. Ihr seht es am eingeblendeten Gameplay. Es spielt sich sehr knackig, die Steuerung ist sehr responsiv und es macht wirklich sehr Spaß, durch diese ganzen Level zu navigieren. Ist natürlich alles nicht so ganz einfach, das Spiel, aber durchaus mal einen Blick wert. Für mich ist das wirklich sehr empfehlenswert, wo ihr diese beiden Homebrew-Spiele bekommen könnt. Verlinke ich euch natürlich auch unten. Das zweite ist jetzt bei Ferrante Crafts aus den Niederlanden bestellbar. Ich frage mich immer, ob ich das richtig ausspreche, aber egal. Ist allerdings momentan nur als Modulversion leider erhältlich. Und dann kommen wir jetzt natürlich zu den normalen Gameboy Pickups. Und wie ihr seht, ich habe so einige Module mir gegönnt jetzt über die Monate. Und zwar habe ich das auch länger gesucht, Bionic Commando. Das hat ja leider so eine kleine Ecke, dass wir unten einen kleinen Riss haben. Aber das Spiel habe ich schon wirklich, wirklich lange auf dem Radar. Und ich wollte es immer mal wieder haben, habe es aber nie zu einem vernünftigen Preis einigermaßen gefunden. Da habe ich jetzt, weil es beschädigt ist, ich glaube 15 Euro war es dafür bezahlt, fand ich in Ordnung. Und das Spiel habe ich schon länger auf dem Radar, weil das so ein besonderes Spiel ist. Ich habe jetzt auch bisher nur kurz reingeschaut. Spielt hier für die Videoaufnahmen. Es ist ein Plattformer, wo ihr allerdings nicht springen könnt, aber dafür habt ihr so einen ausfahrbaren Arm oder Enterhaken. Ich glaube, der Arm ist es nicht unbedingt, ein Enterhaken habt ihr, womit ihr euch dann halt von den Plattformen hin und her schwingen könnt. Und dadurch bekommt das Spiel natürlich so von diesen Standardplattformern im Vergleich einen ganz anderen Drive, spielt sich ganz anders. Und das fand ich schon immer sehr interessant, hat auch einen sehr, sehr guten Ruf, das Spiel. Ist jetzt endlich in meiner Sammlung und wird definitiv natürlich jetzt auch bald demnächst einen Test dazu kommen. Als nächstes habe ich mir Stargate gekauft. Ja, und auch hier beim Reinspielen, ich kapiere wieder nichts. Also ich finde es irgendwie seltsam. Also Stargate, die Serie, habe ich persönlich nie so ganz krass verfolgt, muss ich sagen. War nie so hundertprozentig meins, aber wir wissen es natürlich alle, so ein Sternentor öffnet sich und dieses Forscher-Soldatenteam besucht halt in andere Welten, um da halt mal zu gucken. Kann man viel draus machen. Auch hier vielleicht eine Art Action-Plattformer oder sowas. Was haben sie daraus gemacht? Ein Puzzlespiel. Und das Puzzlespiel ist jetzt auf den ersten Blick jetzt auch nicht sehr selbsterklärend. Also wenn ihr Tetris habt, dann wisst ihr sofort, alles klar, Steine, volle Reihe bilden, ist gut. Hier habt ihr dann so eine Art 3D-Kreis mit verschiedenen Ebenen, wo dann auch da Klötzchen mit verschiedenen Symbolen reingeworfen werden. Das Problem ist nur allerdings, ich habe das noch nicht so ganz durchgeblickt, wie das genau alles kombiniert werden muss. Auch hier werde ich auf jeden Fall irgendwann mal einen Test machen und mir dann da diese Regeln dann auch natürlich genauer angucken und in diesem Video euch erklären. Weil ich bin mal so eingebildet, um zu behaupten, wenn es mir so geht, dann geht es vielen von euch wahrscheinlich ganz genauso. Als nächstes habe ich Paperboy. Auch da habe ich schon einen Test gemacht. Ich glaube, wenn dieses Video erscheint, vor 2 Wochen ist das erschienen. Ich habe als Kind Paperboy 2 auf dem Gameboy gehabt und auch so eine Hassliebe dazu gehabt. Ne? Weil irgendwie ist das Spiel relativ schwer, aber auch simpel. Und dadurch versucht man es halt immer mal wieder. Also ihr spielt so einen Zeitungsjungen, so einen typisch amerikanischen und seid auf dem Fahrrad unterwegs und müsst halt Zeitungen in Briefkästen werfen. Allerdings gibt es da natürlich auch verschiedene Gefahren, auch sehr absurde Gefahren, wie dass plötzlich der Tod da auf euch wartet und euch wegkaschen will und so weiter. Und wenn ihr ein paar Zeitungen nicht richtig zustellt, dann kündigen die Leute ihr Abonnement und dann, ne, also es geht so tagesweite weiter. Die meisten von euch werden das Spielprinzip kennen. Ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass der Bildschirmausschnitt von Gameboy sehr, sehr klein ist, logischerweise, und dadurch ihr nicht so viel Weitsicht habt. Und dadurch wird das Spiel natürlich sehr schwer. Ist okay für eine Runde zwischendurch, wie auch im Test gesagt. Wie gesagt, wenn ihr wollt, guckt euch das genauer an. Kann man haben, ist so ein bisschen so eine Hommage an den Klassiker aus den Mitte 80er Jahre, ich glaube 83 oder 84 ist die Arcade-Maschine erschienen und dadurch hat das natürlich so einen bekannten Ruf und gefühlt war diese Serie damals total populär, wobei ich es immer noch nicht verstehe, ehrlich gesagt, aber na gut. Dann habe ich mir Kick-Off oder ich glaube Super Kick-Off heißt es sogar gekauft. Ja, ich habe mir so einige Sportspiele auch diesmal geholt, das Spiel ist allerdings Müll. Keine Ahnung, ich habe kurz hier für die Videoaufnahmen reingespielt. Ich kann nicht viel dazu sagen. Es ist Fußball, es ist langsam. Mir gefällt irgendwie die Ansicht nicht. Muss man nicht haben. Es gibt so viele andere Fußballspiele auf dem Gameboy, die wesentlich besser sind. Zum Beispiel
Sensible Soccer. Ich habe das damals auf meinen 386er DOS-PC immer hoch und runter gespielt. Ich glaube, Sensible Soccer ist auch so eine Serie, die erschien quasi auf allen, was damals irgendwie nicht bei 12 früh genug auf den Bäumen war. Also auf dem PC erschien es, auf dem C64, glaube ich, auf einer Amiga, auf diversesten Konsolen. Ich glaube, auf dem NES sogar, ich bin mir unsicher, auf jeden Fall ist es ein Gameboy und so weiter und so weiter. Also es war wirklich eine sehr populäre Serie. Und auf dem Gameboy so... Auch hier, ich bin kein Sportexperte, was Videospiele angeht und auch Sport im Allgemeinen. Ich bin kein großer Fußballfan oder ähnliches, aber so die Umsetzung, die schien durchaus solide zu sein. Also zumindest macht mir Sensible Soccer wesentlich mehr Spaß als Super Kickoff, das muss ich sagen. Aber auch hier mal gucken, ob ich da mal ein Special dazu mache oder tiefer eintauche. Also Sensible Soccer war so ein bisschen die Besonderheit, wie das richtig damals im Kopf habe. Wie gesagt, ich kann mich irren, dass die Ballphysik so eine besondere war. Und zwar war früher eher so, wie zum Beispiel bei Nintendo World Cup, dass der Ball halt immer so quasi am Fuß des Spielers geklebt hat. Bei Sensible Soccer war der Ball halt mehr so eine eigene Identität und ist da halt mehr so rumgeflogen, nächstes Mal. Wie ihr merkt, schon professionell erklärt, wie immer von mir. Jedenfalls macht das wesentlich besseren Eindruck. Dann habe ich mir The Spirit of F1 geholt. Interessantes Rennspiel, also auch da F1-Rennspiele oder so allgemein Rennspiele gibt es ja mehr als genug. Prominentes Beispiel ist natürlich F1 Race. Dieses Spiel macht das so etwas anders. Und zwar ist die Ansicht nämlich anders. Das ist so, wird aus der Draufsicht gespielt. Und dadurch hebt sich das natürlich schon ziemlich von anderen Spielen ab. Ist mal ein interessanter Twist. Ich habe so beim Anspielen habe ich durchaus viel Spaß gehabt. Also ist durchaus mal ein Blick wert. Ist auch von Konami erschienen. Oder Capcom. Ich verwechsel wirklich immer Capcom oder Konami. Ist auf jeden Fall hier von Palcom veröffentlicht. Das ist ja der europäische Arm, ich glaube, von Konami. Und von daher schon mal durchaus nicht verkehrt. Die haben ja nicht umsonst damals einen ziemlich guten Ruf gehabt. Auch da, ich weiß, in Pickup sage ich das ständig, aber bei den meisten Spielen habe ich nicht so in der Tiefe reingeschaut. Freue ich mich, da mal etwas reinzuschauen. Dann habe ich hier noch zwei Module. Und zwar einmal Arcade Classics 3, Galaga und Galaxian. Ja, ihr kennt wahrscheinlich alle die Arcade-Klassiker. Da habt ihr die Gameboy-Version von. Da ist nicht viel hinzugefügt oder sowas. Es sind die beiden Arcade-Klassiker in ihrer Reinheit. Kann man machen. Bei so einer Gameboy-Sammlung, wie ich habe, da muss man auch mal solche... Oh ja, kann man mal machen, Spiele in die Sammlung wandern. Dann habe ich hier noch eins, das war das letzte Gameboy-Modul, bevor wir jetzt zur neuen Konsole kommen. Bomb Jack. Das habe ich schon länger auf den Radar gehabt. Mir sagt das Spiel so gar nichts. Und ich fand irgendwie das Cover so geil. Das ist irgendwie so irgendwas mit Bomben, aber irgendwie so ein Superheld. Das könnte Potenzial haben. Und hier habe ich jetzt mal ausnahmsweise auch mal tiefer reingespielt, weil ich nämlich gerade eine Gameboy Shorts Folge vorbereite. Und darunter soll natürlich auch hier Bomb Jack vorkommen. Auch das basiert auf einem Spielhallen-Klassiker. Ich glaube, auch der ist 83, 84 erschienen. Auch da kann ich es gerade falsch im Kopf haben. Und zwar ist das immer ein Bildschirm, wo verschiedene Bomben sind. Und ihr spielt halt diesen Bomb Jack und müsst diese einsammeln. Es gibt natürlich verschiedene Gegner, die könnt ihr nicht bekämpfen, den müsst ihr ausweichen. Und ihr könnt zwar nicht fliegen, aber ihr könnt ziemlich gut springen. Und zwar auch sehr hoch springen und könnt halt dann so runterschweben. Und das müsst ihr halt dementsprechend dann immer ausnutzen, um halt diese Bomben dann wirklich ja zu entschärfen. Also ihr sammelt die ein, aber das ist dann offiziell das Entschärfen. Ich dachte zuerst, ehrlich gesagt, so ein einfaches Arcade-Spiel. Aber ganz ehrlich, ich war doch sehr gut dran kleben geblieben, was ich mir selber, ehrlich gesagt, nie so gedacht hätte. Von daher ist es durchaus für den einfachen Spielspaß, wie man auf dem Klo oder so, gar nicht so verkehrt. Das waren meine Gameboy-Pickups und jetzt kommen wir zur Konsole. Und zwar, ich packe mal ein Spiel rein, damit ihr auch seht, wie wunderbar das angeht. Ich habe mir ein Atari Lynx besorgt. Ich habe ja wirklich so ein bisschen so ein Fable für diese Handhelds, so aus Anfang, ich muss hier glaube ich gerade mal den Ton leiser machen, wo auch immer das geht, hier, ne, das war der Kontrast, Vollprofi, ich bin natürlich wieder super vorbereitet. Ich habe ja so ein bisschen ein Fable für die Handhelds der, um die 90er rum, sage ich mal, also zur Gameboy-Ära und das
fand ich immer sehr faszinierend. Also das ist jetzt hier das zweite überarbeitete Modell. Das Vorgängermodell Tara links, der ist etwas größer. Und ich fand es immer so ein bisschen interessant, weil das ja eine ganz, ganz interessante Geschichte hat und bei sehr, sehr vielen Sachen sehr weit voraus war. Und zwar zu den Features. Es hat die Besonderheit, ihr seht hier unten Knöpfe und oben Knöpfe. Da wurde schon an Linkshänder gedacht. Ihr könnt das hier einfach nämlich so umdrehen, dann habt ihr das Steuerkreuz auf der anderen Seite und benutzt einfach die anderen Knöpfe. Könnt ihr in den Systemeinstellungen quasi dann einstellen, hey, ich bin Linkshänder, ich will das andersrum haben. Oder es gibt Spiele sogar, die spielen sich denn so, ne? Also Shooter und so weiter, die dann hochkant gespielt werden. Also hier wurde richtig viel dran gemacht. Dann natürlich hier ein Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung. Auch da natürlich so die alten Probleme. Die Blickwinkel sind natürlich nicht so die geilsten. Aber als ich das zum ersten Mal in der Hand hatte, war ich eigentlich positiv überrascht von dem Display. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ist das besser als der Game Gear. Aber das ist eine sehr subjektive Beobachtung von mir und läuft natürlich mit Batterien etc. sehr, sehr hungrig, aber wie gesagt, durch diese Features sehr, sehr weiter Zeit voraus. Und zwar ist diese Konsole ja ursprünglich von der Spielefirma Epix, ne? Kennt ihr wahrscheinlich im California Games, Winter Games und so weiter, die waren in den 80er Jahren sehr stark aufgebaut. Die haben eine Konsole entwickelt, haben es aber nicht so ganz geschafft, weil sie auch immer in finanzielle Not geraten sind und haben das dann an Atari verkauft und die haben es dann als Lynx dann Ganze veröffentlicht, also was die grobe Geschichte ganz, ganz grob zusammengefasst. Das Vorgängermodell, das ist dann noch klobiger und noch teurer. Ich habe das jetzt in England, da scheint die Konsole irgendwie weiter verbreitet zu sein als hier, habe ich mir das dann mit OVP besorgen können. Die ist zwar etwas ausgebleicht, aber naja, scheint aber eine europäische OVP zu sein, nicht irgendwie England exklusiv, weil das hier zum Beispiel auch auf Deutschland steht. Und mal so ein bisschen diese Bildungslücke schließen und auch wenn der Analog Pocket rauskommt, der wird dann auch irgendwann den Linksadapter haben, womit man dann die Module entsprechend dann auch damit spielen kann. Habe ich Bock drauf und also jetzt die Spiele, ich habe 3 Spiele mir dazu auch geholt. Mal angespielt habe, war ich jedes Mal wirklich beeindruckt von der Technik, dass sie grafisch wirklich so top aussehen. Aber bevor ich jetzt hier so lange vorrede, also die Module sehen so aus. Als erstes habe ich mir natürlich California Games, ne? Das ist ja somit das bekannteste Spiel von Epix geholt. Das ist natürlich so eine Minispielsammlung. Ihr 4 Minispiele, Hacky-Sack spielt ihr, Surfen und so weiter. Ist natürlich so ein bisschen Sportspiele der damaligen Art, eher so ein bisschen Tastengehämmer oder so ein bisschen Timing-Sache. Nicht sehr anspruchsvoll, aber durch diesen großen Namen, ich habe das damals bei einem Kumpel auf dem C64 hoch und runter gespielt, genauso wie Winter Games und sowas, muss ich das natürlich für meine Sammlung haben. Denn als nächstes habe ich mir Hockey geholt. Mit einer OVP, also das war bei dem Set, was ich mir gekauft habe, mit der Konsole mit dabei. Die OVP ist natürlich durch, muss man nichts sagen, aber mir kam es jetzt nicht so unbedingt auf das Spiel an. Aber auch hier, als ich reingespielt habe, also technisch, grafisch, boah, nicht verkehrt. Also wenn ich das mit Blades of Steel für den Game Boy, ne, das hochgeliebte, vergleiche, sieht das hammermäßig aus. Also Blades of Steel spielt sich meiner Meinung nach so ein bisschen besser, aber auch da, ich bin kein Eishockey-Profi. Und als letztes habe ich mir Batman Returns geholt. Und da muss ich sagen, entweder bin ich wirklich viel zu doof dafür, weil ich habe sowas von auf den Sack bekommen. Also es ist ein Beat'em-up und ich bin nicht sehr weit gekommen. Ich habe es mal drauf geschoben auf den Emulator oder ich bin wirklich einfach zu blöd und habe da noch irgendwelche Mechaniken noch nicht so ganz durchblickt, ehrlich gesagt. Aber auch hier grafisch, boah, Riesensprites, sieht wirklich Hammer aus, ihr seht es in den Gameplay-Szenen. Ja, das waren meine Pickups und ich denke mal auch, es werden jetzt auch in der Zukunft jetzt auch ein paar weitere Lynx-Spiele reinkommen. Habt ihr vielleicht auch einen Lynx? Kennt ihr euch da aus? Oder er wird doch Lynx oder Lynx? Wie wird er aus mit Lynx? Mit einem Y oder links? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Das heißt, entschuldigt, falls ich das jetzt gerade irgendwie alles falsch ausgesprochen habe und ihr euch schon die Haare rauft. Aber kennt ihr euch mit dem System aus? Welche Spiele würdet ihr mir empfehlen, die ich mir unbedingt dafür anschauen muss? Ansonsten waren das meine Pickups. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich werde gerade heiser. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.